Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozri hier. Und wir haben nun die Information zum Super Saiyan 4 Full Power Goku, beziehungsweise Full Power Super Saiyan 4 Goku für das japanische Lokal-Battle. Zudem noch zu einem neuen LR-Charakter, Free-to-Play LR Metal Cooler Army. Wir werden uns gleich alles ansehen. Ausweg, habt ihr es vielleicht gesehen, die Countdown-Kampagne im globalen Lokal-Battle hat angefangen. Ich werde kurz rüberfliegen, denn wir wissen eigentlich schon mehr oder weniger, was abgeht. Über die 7 Tage gibt es einen Countdown. Am 7.7. fängt dann das 3-jährige Jubiläum an. Der Countdown selbst bzw. Login-Boni fängt erst ab morgen ab 2 Uhr nachts. So holt auch das Ticket-Banner morgen ab 2 Uhr. Die ganzen Local-Events, die wir haben, sind ab jetzt schon online im Spiel. Jeden Tag könnt ihr euch gerne ansehen, könnt ihr gerne bewältigen. Ab morgen wird dann auch eine Facebook-Kampagne starten, das werden wir uns auch näher betrachten. Und ein neues Pack in Pilas Trove. Ich wollte es nur kurz überfliegen, weil morgen werde ich das so wieder machen, da wisst ihr dann mehr zu dem Login-Boni selbst, zu der Facebook-Kampagne, beziehungsweise wissen wir schon, was abgeht. Ich habe dazu ein Video gemacht, was erwartet zum 3-jährigen Jubiläum, das wird ja mehr oder weniger wie ein JP sein. Wie gesagt, ganz wichtig, ab morgen 2 Uhr nachts, über 7 Tage, gibt es einen Countdown, jeden Tag bekommen wir Stones und ein Ticket und an der Stelle fängt dann ab 7.7.2 Uhr nachts das 3-jährige Jubiläum an. Genau, aber zu den neuen Units, das zum einen die SA vom Strength Goku, wir werden uns gleich alle Informationen ansehen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, in Japan Stuck am L selbst kam, glaube ich, gestern eine Meldung zum Bannerbild von Super Saiyan Full Power Goku und LR Vegeta und Gogeta. Ja, LR Vegeta und Gogeta werden ein Comeback feiern im japanischen Stuck am L. Die Sache wird folgende sein: Goku selbst, Full Power Goku, kommt in seinen eigenen Banner am 1. Juli. Die LR kommen am 7.7., aber in diesem Banner von dem LR-Charakteren mit LR Vegeta und LR Gogeta wird auch Full Power Goku sein. Natürlich werden dann die Rates geringer sein, weil wir den LR-Charaktere drin haben, so Full Power Goku selbst. Deswegen müsst ihr, ich würde euch vielleicht empfehlen, abzuwarten, wo ihr es sammeln wollt im japanischen Lokal-Battle. Ob in dem Banner, der am 1. Juli erscheint oder dem 7.7. In beiden werden Full Power Goku sein. Und dann liegt es letztendlich an euch, ob ihr auch die LR haben wollt mit einer geringen Rate auf jeden Charakter oder der Full Power Goku nur. Genau. Apropos Full Power Super Saiyajin 4 Goku. Wir werden uns gleich alle Informationen zu ihm ansehen. Die Esse hier haben wir an der Stelle wirklich sehr, sehr geil. An der Stelle auch Shoutout an jeden, an Leaker, sei es mal iSeries Kowai, an Subreddit, an ZoAwesomeMan1023. Ich hab mich schon geschaut, wir werden es gleich in den Tweet sehen. Und DokanoutHD und so weiter und so fort für die ganzen Informationen, Quellen, Bilder und. Counter, gebt euch seinen Counter. GG. Sonic Goku. Richtig geil an der Stelle, unser neuer Charakter und seine TOS, die hat es total in sich. Schaut es euch an, schaut es euch bitte an. Was ist das für eine Ulti? Und ja, ich habe es richtig gesagt und ich richtig spekuliert. Dieser Goku ist auch in der Shadow Dragon Saga, heißt Shadow Dragon Saga Team. An der Stelle wird komplett eskalieren mit ihm zusätzlich dazu. Seine Eigenkategorie werden wir uns aber gleich näher betrachten, welche Charaktere auch da drin sind. Gut. Dann haben wir hier an der Stelle erstmal einen neuen Cell. Er wird summonable sein. Es ist ein Cell Perfect GT. Und zwar von Intype. Er gibt Extreme Intype Units, Key Plus, HP 90%, macht Supreme Damage Seeds, Super Attack, Passive bekommt Attack und Level 80%. Und wenn der Gegner gestunt ist, bekommt er weitere 100% auf seinen Angriff und macht sehr viel Schaden gegen jeden Typus. Linkscale Brain X, Gentleman, Shocking Speed GT, Ultimate Lifeform, Shattering Limit und Nightmare. Auch wenn er Shattering Limit mitnimmt, wird er, denke ich, trotzdem summonable sein. Weil wir haben noch andere Karten, die werden uns gleich näher betrachten. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Dann haben wir seinen Gegenspieler, Freezer Final Form GT. Und zwar gibt er Extreme Freezer Type, Key plus der HP Length 90%, macht Supreme Damage, Medium Chance to Stun. Er drängt auf 80%. Und wenn der Gegner gesealed ist, also genau andersrum, er tut ja mit seinen Ulti stunnen, Cell mit seiner Ulti sealen. Aber ihre Pass ist genau andersrum, dann ist es, man soll sie halt quasi beide als Buddy spielen. Wenn man das macht, bekommt man noch einen Bonus. In dem Fall, wenn der Gegner gesealed ist bei Freezer, bekommt er auch weitere 100% auf seinen Angriff und macht super effektiven Schaden gegen jeden Typus. Prodigies, Universe Maze, Malevent, Shocking Speed, Strongest Clan in Space, GT, Shattering Limit und Nightmare. Genau, die beiden Nutzer werden auch summonable sein, gehe ich davon aus. Wir werden es gleich näher betrachten. Aber jetzt erstmal zum Tech Full Power Super Saiyan 4 Goku Artwork. Es haben wir gesehen, wirklich insane. Was hat der Dude aber drauf? Leader, er gibt der Full Power Kategorie, werden wir uns gleich ansehen, welche Charaktere da drin sind. Key plus 3, HP 150%. Super Tech Charaktere gibt mir zusätzlich Key plus 3, HP 90%. Schon mal sehr, sehr gut, kann man sehr viel mitmachen in Sachen Teambuild. Deals immense Damage, Greatly lowers Enemies Death. Und die Passive, Leute, die Passive. Er bekommt 100% auf seinen Angriff, so immer. Je mehr Leben er hat, desto mehr Angriff und Verteidigung bekommt er zusätzlich dazu.
Und das sind maximal 70%. Heißt, bei Full Life hat dieser Dude 170% Angriff, 70% Verteidigung. Zudem hat er noch dann noch die Medium Chance, einen gegnerischen Superattacke zu kontern. Dodgen und kontern wie die vierfachen Goku und Vegeta. Links geht Super Saiyan, Saiyan Lineage, Shocking Speed, GT. Ready for Wars, prepared for battle an der Stelle. Fierce Battle und Saiyan Raw. Natürlich könnt ihr mich gerne wissen lassen, was haltet ihr von dem Goku. Dann haben wir noch eine Goku GT. Und zwar gibt er der Super Strength Charakteren Keep Plus 2 HP auf 90%, macht immense Damage, Great Loss, Enemies Death. Wenn er eine Super Attack macht, bekommt er 120% auf seinen Angriff, 30% auf die Verteidigung. Und wenn er zusätzlich ein Gegner ist, bekommt er Keep Plus 3. GG. Wirklich sehr coole Passive. Links ist Saiyan Warrior Race, All in the Family, Experience Fighters, Saiyan Lineage, GT, Prepared for Battle und Shattering the Limit. Er hat zwar Shattering the Limit, aber lasst euch nicht wundern, das ist wegen dem neuen Story Event, das auch kommen wird am 1. Juli. Gucken wir uns gleich an. Und dann. Die LR Cooler Armee ist vom Int-Type, ist ein Free-to-Play-Unit, er hat 99 Kosten, bis jetzt gibt es nur die LR-Version, wir wissen noch nicht, wie wir ihn bekommen, aber ihr müsst wissen, lasst euch auf jeden Fall wissen, checkt auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle da aus an der Stelle, alle Links in der Beschreibung. Er ist quasi ein Gegenspieler zum LR Vegito Blue, nicht wie man ihn bekommt, sondern was er drauf hat, denn er gibt den Extreme-Types, Villains, Keep Plus 3 HP Level 70%, er macht Colossal Damage, greatly reduces Enemies Death mit der ersten Ulti, macht Mega Colossal Damage mit der zweiten Ulti und erhöht den Angriff der Extreme-Type-Units um 30% für eine Runde. Je mehr HP dieser Unit hat, desto mehr Angriff und Verteidigung hat der, 90% sind Maximum. Und er kann zwei Additional Attacks starten, die eine hohe... mit der High Chance kann er zwei Additional Attacks starten. Die haben dann eine Rare Chance, dass eine Super Attack wird. Für eine Free-to-Play-Unit! Warum bin ich mir sicher, dass es Free-to-Play ist? Er hat 99 Kosten. Es ist nur sein LR-Status, er wird ganz sicher Free-to-Play, ähnlich wie LR Goku und so, die haben auch 99 Kosten. Wie man den bekommt, wissen wir noch nicht, ich schätze durch irgendein Event oder Mission. Aber für ein Free-to-Play-Unit, prozentualer Boost, Additional Attacks, die eine Chance haben, dann noch eine Ulti zu sein, sehr geil. Links geht Big Bad Boss, Striking Speed, Strongest Clan in Space, Auto-Regeneration, Nightmare, Fear and Fate und Legendary Power an der Stelle hat unser Boy. Dann selbst zur Kategorie, Full-Power-Kategorie, das ist die Full-Power-Kategorie, meine Freunde. Um ehrlich zu sein, ich habe euch ja gefragt, was denkt ihr, werden da Full-Power-Charaktere drinnen sein? Also Charaktere, die Full-Power-Gegangen sind, wie Full-Power Freezer, Buff-Trunks und so weiter und so fort. Oder Charaktere, die ihre letzte Form erreicht haben. Und mir kommt es irgendwie so vor, als würde einer hier die Augen geschlossen haben und einfach alles in allem mal reinbomben. Sowohl erst als auch zweitens. Warum? Kategorie selbst ist gar nicht mal so schlecht, aber sie ist echt komisch. Wir haben jetzt zum Beispiel, ganz klar, Full-Power-Charaktere, wie der Name, Full-Power Freezer, Buff Trunks an der Stelle, Super Vegeta, Kaioken, Kaioken, Blue Goku, das ist ja auch Full Power, er ist Full Power gegangen, Full Power Bojack, er ist in seinem Namen. Dann haben wir noch zweiteres Charaktere mit der letzten Stufe, also Super Saiyan 2 Gohan, LR Gohan ist drin, wobei bei LR Gohan verstehe ich, der ist ja auch wirklich Full Power gegangen an der Stelle. Dann haben wir noch, aber was so total random ist, Super Saiyan 2 Kalifla, Super Saiyan 2 Kaba, Kefla. Soll man die einstufen als, also die sind in irgendeiner Art und Weise in Tournament of Power auf Full Power gegangen, so ist nicht. Kale, vor allem Berserk Form, wobei die Berserk Form nicht drin ist, das finde ich komisch, weil Broly ist drin. Broly ist ja auch so ein Berserk eigentlich, Legend of Super Saiyan, LR Broly ist drin, aber Berserk Form Kale ist nicht drin, finde ich ein bisschen komisch. Stattdessen Super Saiyan 2 Kale drin, da sie wahrscheinlich Full Power gegangen sind, da es ihre letzten Stufen sind, die sie erreicht haben. Also vielleicht merkt ihr, was ich meine, es ist mehr oder weniger irgendwie Super Saiyan Blue erwischen, wir gibt es drin, Angel Golden Freezer, Muten Roshi ist auch Full Power gegangen, wir haben ja alle Super Saiyan 3 Goku auch, den Super Saiyan 3 Goku ist auch mit am Start. Es ist schon ein bisschen komisch irgendwie, was haltet ihr davon? Ich finde die Kategorie, ich finde die irgendwie ein bisschen komisch, das sind halt auch Full Power Charaktere, aber dann auch nicht. Zum Beispiel Rage Vegeta, der ist auch total Rage gegangen, der ist nicht in der Kategorie beispielsweise, hängt wahrscheinlich von Bulma. Wir haben hier Omega Shenlong drin, finde ich geil. Finde ich geil, aber ist Omega Shenlong jemals Full Power gegangen? Der hat so legit auf seiner letzten Stufe gekämpft und das war GG. Ich meine natürlich, okay, Sin Shenlong und dann Omega war dann quasi Full Power. Alles klar, das verstehe ich an der Stelle. Aber ich denke, ihr habt meinen Standpunkt, denke ich hoffentlich. Weil ich persönlich finde die Kategorie ein bisschen komisch. Man kann sehr gut und viel damit anfangen, aber irgendwie ist mehr oder weniger zusammengewürfelt aus Charakteren, die Full Power gegangen sind und Charakteren, die ihre letzte Stufe erreicht haben. Das Komischste, ich weiß, es waren zu viele komisch, aber das soll ich auf jeden Fall noch reinhauen, ist aber... Imperfect Cell, Tech Perfect Cell sind drinnen, aber Strength Perfect Cell, sie haben denselben Namen, das ist dieselbe Karte, das ist derselbe Charakter. Der Strength ist nicht drinnen. Was? Auf der anderen Seite aber finde ich gut, dass zum Beispiel nur Super Saiyan Blue Evolution drin ist,
Vegeta, weil er ist ja Full Power gegangen. Und alle anderen Super Saiyan God, Vegeta, Super Saiyan Blue, Vegeta sind nicht drinnen. Es ist zwar seine letzte Stufe von Dragon Ball Super, aber Full Power war ja nur Evolution. Das finde ich zum Beispiel gut. Aber dennoch ist es verdammt nochmal komisch, die Kategorie. Was denkt ihr? Anyways, dann gucken wir uns doch die Charaktere an, die dazukommen. Wie gesagt, unser Boy Goku wird Summoner sein. 77 Medaillen von ihm werden wir brauchen von den neuen. Dieser Goku wird auch Summoner sein. Von ihm brauchen wir dann 21 von dem Dokkan-Event von Goku und 7 von den Story-Missionen. Da wird noch ein GT-Story kommen am selben Tag, 1. Juli. Dann haben wir... Ihr seht sie, okay, wir haben mit 2 Freezer, 2 Cell. Das Geile ist, sie haben beide denselben Namen. Dieser Summonable gehe ich stark von aus, warum? Denn er hat ein Awakening, er ist ein guter Charakter. Die anderen hier sind nicht Summonable, die werden aus dem Story-Event sein, bin ich mir mehr oder weniger schon sicher, weil sie essen Support-Charaktere. Wir werden gleich ansehen, was sie drauf haben an der Stelle. Dieser Freezer hier an der Stelle, was hat dieser Dude drauf? Und zwar gibt er zum einen, ich werde nur mal erstmal die Pässe vorlesen, weil wir haben ja schon ein bisschen Charaktere noch, die wir ansehen müssen. Hier ist der Freezer. Er gibt Extreme Type, Alas, Keep Usa, Attack und Death 25% und hat Damage Reduction von 30%. Der Cell an der Stelle, sein Gegenspieler, gibt Extreme Type, Type Alas, auch Keep Usa, Attack und Death 25% und tut sich jede Runde um 7% healen. Es ist, ihr seht, ihr merkt schon, das ist mehr oder weniger so eine Free-to-Play-Passive. Die Sache an den beiden ist jedoch, sie haben dieselben Namen wie die Summonable-Version. Heißt, es ist ein farbiger Essay an der Stelle. Es wäre echt komisch, wenn es umdrehen, wenn diese Summonable wären, was ich nicht denke, weil die Passive ist einfach nicht so gut wie die von denen, deswegen schätze ich diesen Summonable. Aber auf Free-to-Play wird noch sein, hier an der Stelle Android 18 GT. Und zwar, was kann diese Dame an der Stelle durch ihre Passive, bekommt auch die Verteidigung 70%. Und wenn sie angegriffen wird, bekommt sie auch 70% für 3 Runden unter anderem. Dann haben wir Hellfighter 17 Agility. Und auch er ist der auch Job-Charakter, gehe ich stark davon aus. Der macht dann High Chance, weil auch Extreme Damage Multiplayer hat auf seine Ulti. Er hat nur eine High Chance, um gegnerische Angriffe zu dodgen, also... Ihr merkt schon. Aber an der Stelle für den anderen Hellfighter 17 eine Farmable Essay. Und genau. So viel eigentlich zu den ganzen Informationen, die wir haben. Es werden auch noch neue Missionen kommen, aber damit das Video nicht so lange wird, werde ich das nur ganz kurz einblenden. Ihr könnt es gerne ansehen. Ich werde auch alle Links in die Beschreibung setzen. Zu den Missionen, die werden noch kommen. Wir werden sehr viel bekommen. Elder Kai, SR, Stones und so fort. Das sind die Missionen, die released werden. Wenn das Ganze online geht, das Banner, die Events. Könnt euch wie gesagt gerne ansehen. Wann geht das Ganze online? Da ist ein bisschen was Komisches. Die Charaktere selbst werden gelistet für den 1. Juli, 7 Uhr morgens unserer Zeit, ist eine komische Zeit. Das Event selbst, das ist eben der Teaser dazu und die News geht raus am 1. Juli im 22. Die Charaktere selbst wurden aber gelistet für 7 Uhr morgens, beziehungsweise auch von den Determinern 10 Uhr morgens. Ich gehe stark davon aus, sie kommen auf jeden Fall 1. Juli, werden sie auf jeden Fall kommen, wann genau wissen, ich muss das beobachten. Aber bis dann seid auf jeden Fall informiert zu unserem Boy Goku und auch zu LR Metal Cooler. Bis dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.